Hi, kennt ihr Gameboys? Gameboys sind so richtig coole Geräte, wo man, wenn man die einschaltet, richtig coole Spiele zocken kann. Gameboys sind sowas wie euer Smartphone heutzutage. Wo zu meiner Kindheit konnten wir da Spiele kaufen, die hier hinten reinstecken und dann richtig schön den ganzen Tag daddeln und zocken. Mario Kart, Zelda, Pokémon. Ich spiele leidenschaftlich gerne immer wieder Pokémon. Pokémon Blau, Rot, Gelb, alles der ersten Edition. Und ich traf mich dann mit Leuten hier auf dem Spielplatz, um dann mit Kabeln die Gameboys miteinander zu verbinden, um Pokémon auszutauschen. Auf dem Spielplatz, in einem Spielraum. Was sind für euch Spielräume? Sind es die Smartphones, wo ihr dann daddeln könnt und Spiele zocken könnt? Oder spielt ihr viel lieber am PC, so Spiele oder hier mit CD-ROMs, aber eigentlich heutzutage ja immer aus irgendwelchen Game Stores heruntergeladen. Spiele, Spielräume entdecken, neu entdecken. Darum soll es auch gehen in der diesjährigen Fastenzeit. Denn das Motto lautet Spielraum, 7 Wochen ohne Blockaden. Wie oft verstecken wir uns heutzutage in solchen Spielräumen, um einfach die Zeit zu vergessen oder die Zeit ganz auszufüllen, halt mit dem Zocken. Denn wir haben ja eine Zeit des Verzichts, wo wir vieles Gewohntes gar nicht so machen können, wie wir es uns eigentlich wünschen. Freunde treffen, ganz unbeschwert. Viele, vielleicht die ganze Clique, sich in den Arm nehmen können. Familienangehörige, Verwandte sehen, wo wir die teilweise schon über Wochen, über Monate nicht mehr gesehen haben, da wir uns gegenseitig schützen und Abstand meiden. Sind das nicht schon alles eigentlich auch Blockaden? Blockaden, die uns leben, die uns das Leben schwer machen, wenn wir eigentlich viel für uns alleine sind, vielleicht unter Quarantäneschutz zu Hause die Zeit verbringen müssen und uns dadurch einengen müssen und uns eingeengt fühlen und nicht uns ganz frei und unbeschwert zum Beispiel hier auf dem Spielplatz die Zeit verbringen können. 7 Wochen ohne, das Motto der diesjährigen Fastenzeit. 7 Wochen ohne Blockaden. Was ist Fastenzeit? Die Christen fasten jedes Jahr, um sich vorzubereiten auf den Kreuzesweg Jesu, der sich aufmachte nach Jerusalem ans Kreuz von Golgatha. 7 Wochen ohne. 7 Wochen Zeit der Vorbereitung, der Besinnung, des Nachdenkens über das eigene Leben, über die Beziehung mit Gott, aber auch vielleicht, um die Zeit einfach nur zu nutzen, um vielleicht mehr Sport zu machen, abzunehmen, einfach mal die Zeit zu nutzen, um auf Schlickerkram und Schokolade zu verzichten. Aber eigentlich geht es um die Vorbereitung. Sich auf den Weg machen, miterleben, auf dem Weg zum Osterfest. Auf dem Weg zum Osterfest, zur Auferstehung Jesu. Aber müssen wir eigentlich jetzt in diesem Jahr, in dieser Zeit, Verzicht üben und fasten? Über Blockaden nachdenken? Ich finde das alles schwierig, denn wir verzichten ja schon auf so viel, wie ich eben ja schon sagte, und schränken uns auf so vieles ein. Und dann noch dieses Jahr auch nochmal bewusst in der Fastenzeit, da möchte ich den Blick umlenken, denn in der Bibel gibt es einen wunderbaren Vers, der steht geschrieben, in der Offenbarung in Vers 21, da spricht Jesus Christus: Ich werde dem Durstigen Wasser geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Ich gebe es ihm umsonst. Wasser aus der Quelle des Lebens. Wasser ist lebendig. Wasser macht lebendig. Wasser erfrischt. Wasser macht alles neu. Und Jesus verspricht uns, dass er uns von diesem Wasser geben möchte.
Und heute ist hier in Altenkroden auf dem Spielplatz ein wunderschöner Frühlingstag. Zumindest fühlt es sich schon vollkommen wie Frühling an. Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint, es ist warm. Und bald schon werden hier überall kleine Blumen blühen. Knospen werden aufspringen. Der Frühling kommt. Es wird alles neu, alles lebendig. Und ich denke, das ist ein wunderbares Bild der Hoffnung. Ein Bild auf eine bessere Zukunft. Jesus macht alles neu und er schenkt uns von der Quelle des lebendigen Wassers. Und wir können die Fastenzeit nutzen, um solche Bilder, um solche Plätze neu zu entdecken, diese Spielräume neu zu erschließen. Und dafür machen sich die Pastoren, die Diakone und Teamer auf den Weg, um euch jede Woche nun einen kurzen Impuls zu senden. Einmal in der Woche, mittwochs, wird es ein Video geben auf Instagram, auf konfi.jugend und auf dem YouTube-Kanal des Stadtnordens, wo ihr einen Impuls mitnehmen könnt für 7 Wochen ohne 7 Wochen Spielräume zu entdecken. Ein Impuls für eure Woche, worüber ihr einfach mal nachdenken könnt. Und der Impuls für die erste Woche heißt, Moment, was habe ich als Kind oft stundenlang und selbst vergessen gespielt? Was habe ich als Kind stundenlang und selbst vergessen gespielt? Für mich ist die Antwort ganz klar, ich habe leidenschaftlich gerne stundenlang Gameboy gespielt. Amen.